Grüß euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie der Unterschied zwischen so einem Hightech-Gerät ist, also einem Muffle Duo Dübler und den Pocket Holz Jigs. Das heißt, mit einfachen Schrauben, mit Düben und Verleimen. Noch ein Intro. Ich bin der Christian und möchte euch in die Videos ein bisschen die Tätigkeiten rund um Haus, Hof, Garten und Auto zeigen, also meine Hobbys. Wenn euch die Videos gefallen, dann Abonnieren-Knopf drücken, das heißt rechts unten in Nimbo mit den Laserschutzbrillen unseren Hund. Und zusätzlich, wenn ihr informiert werden wollt, wenn ein neues Video kommt, die Glocken drücken. Ja, was ist beim Duodübler? Duodübler hat da zwar so Stift, an dem er anlegt und dann kann man natürlich schön bohren. Im Vergleich natürlich beim Pocket Hole, da muss man den Pocket Hole Jig irgendwie mal verspannen, dass man dann richtig einbohren kann. Es ist nur eins, wenn man sich also eine kleine Vorrichtung macht, wie ihr es in den anderen Videos sehen könnt, die ich am Schluss verlinke, dann tut man sich natürlich wesentlich leichter. Rein nur mit dem Jig, ja, muss man wieder festspannen, für einfache Arbeiten sicherlich nicht so schlecht, weil es natürlich nicht so viel kostet, weil der kostet ca. 25 bis 30 mal so viel. So, jetzt fangen wir mit dem Muffle an. Im Muffle Duo Dübler, wenn ich jetzt vorne eine Verbindung oder ein Löcher reinmachen will, drücke ich drauf und ihr seht, ohne Absaugung habe ich natürlich überall einen Dreck. Aber der Christian hat natürlich einen Staubsauger auch mit Absaugung und hat den jetzt angeschlossen. So, jetzt probieren wir dasselbe auf der anderen Seite nur mal. Okay. Und da seht ihr natürlich, wie sauber man mit dem Ganzen arbeiten kann. So, wie ich da jetzt was drauf mache, dann tue ich mir mit dem Duodübler natürlich auch wieder ganz, ganz leicht. Und zwar schlage ich das mit 90 Grad runter. Dann brauche ich aber eine gewisse Erhöhung. Das baue ich mir da jetzt zusammen. Und dann muss ich natürlich auch schauen, wo schlage ich das an. Also das heißt, ich brauche auf der Seite, also seitenverkehrt, auf der anderen Seite und durch die Stift bin ich seitengleich. Also mache ich dann auf der anderen Seite. Und habe dann natürlich wunderbar meine Löcher gebohrt. Ja, bei den Pocket Holes muss ich mal schauen, wie stark das ist. Das ist so 21 mm in etwa. Dann muss ich meinen Bohrer einmal einstellen. Ich lasse ihn ein bisschen weiter heroben, also dass er nicht direkt durchgeht, weil das Fichtenholz ist oft ein bisschen ein Problem. Wegen Ausreißen. So, wie tun wir als nächstes? Als nächstes ist es so, dass ich natürlich von hier oben reinbohre und da unten einen Anschlag sozusagen habe. Ja, das Holz ist nicht ganz gerade, nehmen wir die Seiten. Da hier unten einen Anschlag habe. So, das muss ich mir aber jetzt damit zusammenspannen. So. Ist das zusammengespannt, dann kann ich da bohren. Da auf nicht 1, sondern 2, also die stärkere Einstellung. Ja, im Prinzip sind jetzt die Pocket Holes fertig. Man sieht eigentlich da eine ganz, ganz schöne Bohrung. Und jetzt nimmt man
spezielle Schrauben. Also ich kaufe nicht die Originalschrauben, die sind mir zu teuer, aber die einen geraden Kopf haben, also keine Senkkopfschrauben. Und jetzt kommt eigentlich dann der Knackpunkt. So, und jetzt zeige ich euch einen Unterschied zwischen den zwei Schrauben. Das heißt, da nehme ich einen ganz normalen Senkkopfschrauben. Und da müsst ihr jetzt schauen, was für Schrauben das ihr verwendet. Wenn ihr einen Kreuzschrauben habt, dann gibt es ein billiges Jig von Wolfcraft. Und es gibt aber auch mit Torx. Und die meisten neuen Schrauben sind mit Torx. Es ist auch so, man nutzt es nicht ganz so aus. Also das heißt, wir setzen das einmal bündig an. Schauen wir einen Schrauben rein. Und da seht ihr jetzt, dass das ein wenig nach hinten verschoben hat. Und das ist das, wo man ein wenig aufpassen muss. Also entweder es stört damit. Ich meine, ich lasse es in dem Fall. Und auf der zweiten Seite habe ich leider jetzt keinen entsprechend langen Torx da, weil ich glaube, das ist ein 25er Torx. Leider ist er 20er und den habe ich nicht da. Jetzt werden wir eins machen und da müsst ihr dann aufpassen bei den Pocket Holes, dass wir das bündig machen hinten. Also das heißt, da mit einer Zwinge fixieren, damit da nichts nach hinten rutscht. Und seht ihr, das hat es nicht nach hinten verschoben und da, wo es hinten nicht fixiert war. Ja, und jetzt sieht man da ganz genau, da habe ich eine wunderbare gerade Verbindung, also das heißt nichts verschoben, und da auf der anderen Seite, da ist ganz leicht verschoben. Also unbedingt gegenspannen. Also prinzipiell für den Anwender, der nicht viel Geld ausgeben will und der für die Werkstatt was baut, was nicht allzu schön sein muss, beziehungsweise wo er die Schrauben verstecken kann, würde ich sagen, der kann ruhig mit den Pocket Holes arbeiten. Er spart sich natürlich einen Haufen Geld. Klar, die Schrauben sind ein bisschen teurer als wir üben, dafür brauche ich wieder keinen Leim. Und so ist das Pocket Holes Jig sicher eine gute Sache. Wenn ihr noch mehr über das Pocket Holes Jig wissen wollt, wie gesagt, am Schluss verlinke ich euch nur ein Video, wie man eine Halterung machen kann, damit man das Holz einspannen kann. Das ist relativ einfach gemacht. Oder man kauft es von manchen Herstellern, die halt ziemliches Geld verlangen können. Oder das zweite, man nimmt natürlich dann ein wesentlich teureres Gerät. Also, das heißt, diesen DF40, also Duo-Dübler von Marfell. Ob es dafür steht oder nicht, ja, ich sage Möbelbau sicher. Vor allem durch diese symmetrische Anordnung der Stifte, dass man links und rechts wunderbar bohren kann. Und man sieht natürlich, der Übergang ist viel gerader, es reißt da auch nichts aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr rechts unten den Nippel drückt, also den Kanal abonniert. Oder euch noch andere Videos von mir anschaut und eventuell auch die Glocken drückt, damit ihr kein neues Video verpasst. Pfiat euch!